bei der Arbeit? Wie immer, total stressig. Ich war eben auch schon einkaufen. Hast du dich um meine Eltern gekümmert? Nein, wann soll ich das denn geschafft haben? Ich war schließlich auch bis eben noch arbeiten. Aber ich habe ein paar Broschüren gefunden. Broschüren? Wofür? Du meinst, wegen des Altersheimes? Ja, das geht so einfach nicht weiter. Wir kommen nach Hause, total abgearbeitet, und streiten uns dann auch noch, wie es mit deinen Eltern weitergehen soll. Wo bleiben denn da unsere Bedürfnisse? Was ist mit unserer Familienplanung? Wir wollten doch auch noch Kinder haben. Du hast ja recht. Aber meine Eltern ins Altersheim stecken? Ich weiß ja nicht. Naja, es gibt wirklich schöne Altersheime. Und da würde es ihnen bestimmt besser gehen als hier bei uns, wo wir doch auch kaum Zeit für die zwei haben. Hier, schau mal. Eine Luxusresidenz am See. Könntest du dir sowas nicht später auch mal für uns vorstellen? Im Alter? Dort zu leben? Doch. Das wäre bestimmt ein schöner Lebensabend. Geruhsame Tage am See. Reichst du mir einmal bitte den Champagner, Liebling? Bleib doch mir beim Tee. Du trinkst zu viel. Ich war 6 Jahre lang Vorstandsvorsitzender. Da haben wir uns diesen Luxus wirklich verdient. Richtig. Nicht zu vergessen, wer sich um die Kinder gekümmert hat. Jeden Tag habe ich sie zur Schule gebracht. Und umsorgt habe ich sie, wenn sie krank waren. Außerdem mussten wir auch immer diese teuren Schulbücher kaufen. Kinder sind als Investitionsobjekte einfach immer ein Verlustgeschäft. Zum Glück sind wir heute finanziell unabhängig. Stell dir mal vor, sie würden sich so scheinheilig um uns kümmern. Grauenhafte Vorstellung. Die wöchentlichen Besuche sind doch auch eigentlich schon fast zu viel. Mich würde es auch nicht stören, wenn sie nur zu Weihnachten oder zu Ostern kämen. Wir haben hier schließlich alles. Apropos, wir müssen nachher nochmal Dimitri anrufen, bevor wir zum Bridge mit diesem Ex-Politiker und seiner Frau gehen. Du meinst wegen der kaputten Klimaanlage und dem neuen Fernseher, den sie uns geliefert haben? Richtig, er soll ihn noch anschließen. Siehst du, wie in der untergehenden Sonne die Vögel über dem See kreisen? Wunderschön. Und jetzt reich mir doch bitte den Champagner. Aber ist das nicht ein bisschen zu teuer für uns? Können wir uns sowas überhaupt leisten? Ich meine, wir haben doch auch jeweils nur einen Job. Tja, da hast du recht. Vielleicht können wir uns ja nur den Standard leisten. Naja, es gibt bestimmt auch schöne Altersheime ohne See. Hier, schau mal. Wie wäre es denn damit? Du musst legen. Ach ja, natürlich, Liebes. Nun. So, hier kommen Ihr Mittagessen, Frau Schulte. Herr Schulte, Sie sind zuerst dran. Was gibt es denn heute, junger Mann? Können Sie mir vielleicht sagen, ob meine Tochter sich schon gemeldet hat?
Sie wollte doch heute vorbeikommen. Nein, Frau Steiner. Ihre Tochter hat immer noch nicht angerufen. Genauso wenig wie gestern und vorgestern. Also, Frau Schulte, heute gibt es... Ein Fluss mit drei Buchstaben brauche ich, Herr Pfleger. Ach, probieren Sie es mit Weser. Also, heute gibt es Rinderbraten... Das passt nicht. Sie muss aber angerufen haben. Was war das? Rinderbraten? Rinderbraten? Herrgott, Sie bringen mich alle völlig durcheinander. Jetzt sind Sie alle mal still und essen Sie gefälligst. Ha, Herzdame. Das wäre in Ordnung. Könnte natürlich besser sein. Man kann nicht alles haben. Man muss lernen, mit dem auszukommen, was man hat. Es könnte schließlich auch noch viel schlimmer kommen. Schlimmer? Wie meinst du das? Es wird bald immer mehr alte Menschen geben. Dann kann es doch sein, dass es überhaupt keine jungen Leute mehr gibt, die überhaupt Lust dazu haben, sich um uns zu kümmern. Du meinst, wir werden von den jungen Leuten gar nicht mehr gewollt werden? Aber wir werden doch auf ihre Hilfe angewiesen sein. Eben. Aber alte und pflegebedürftige Menschen werden dann vielleicht nicht mehr respektiert.